Bürgerkriege von 1813 bis 1815. Wie so vieles in Berlin litt auch der Invalidenfriedhof unter den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges sowie unter dem Verlauf der Mauer zu DDR-Zeiten. Lediglich 230 Gräber konnten erhalten bleiben. So bestehen noch heute die Grabmäler berühmter Zeitzeugen, wie zum Beispiel General von Tauentzien, die Familie Scharnhorst oder Job von Witzleben. Jahrzehntelang als Niemandsland zwischen dem Ost- und Westteil der Stadt gelegen, ist es heute eines der zentralen Zukunftsgebiete Berlins, die Europa City. Dank der zentralen Lage und der hervorragenden Erreichbarkeit durch den Nah- und Fernverkehr entwickelt sich das Quartier Europa City zu einem der interessantesten Räume in unserer Hauptstadt. Neben einer etablierten Kunstlandschaft entsteht hier ein hochwertiger Raum, der unter ökologischen Gesichtspunkten in den kommenden Jahren zunehmend mehr Flächen zum Wohnen, für Büros und Gewerbe sowie für attraktive Freizeitangebote zur Verfügung stellt. Auf der rechten Seite befindet sich das Bundeswehrkrankenhaus mit ca. 370 Betten. Das ursprüngliche Garnisonslazarett ist heute das akademische Lehrkrankenhaus der Charité. Neben den Soldaten der Bundeswehr und Zivilisten werden dort auch Mitglieder der Bundesregierung und des Deutschen Bundestags behandelt. Zu DDR-Zeiten wurden dort verletzte Mauerflüchtlinge untergebracht und einige verstarben. Kurz vor der Wiedervereinigung übergab das Ministerium des Inneren das Krankenhaus am 30. September 1990 an das Ministerium für Abrüstung und Verteidigung unter dem Namen Lazarett Berlin-Mitte der Nationalen Volksarmee. Am 3. Oktober 1990 übernahm die Bundeswehr das Haus und begann es für ihre Zwecke umzubauen. Die Kieler Brücke voraus verbindet den Ortsteil Moabit mit dem Berliner Bezirk Mitte. Um 1833 erbaut, wurde die Brücke im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Mit dem Mauerbau 1961 wurde die wiederaufgebaute Brücke und Ende der 1960er Jahre als Grenzsicherungsmaßnahme abgebaut. Der Neubau von 1994 ist mit Holzbohlen